Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gerade eben gab es die Gameplay-Trailer-Premiere zu Season 7. Sehr, sehr geil. Ich zeige euch natürlich jetzt den Trailer, ohne groß drumherum zu labern. Dann gibt es noch eine kleine Analyse. Bevor ich aber loslege, ganz wichtig, viele hatten Angst. Es kommen ja Fahrzeuge, Trident heißen die, glaube ich, ins Spiel. Viele hatten Angst, was machen jetzt Fahrzeuge im Spiel? Wenn du da umgeballert wirst, bist du gleich tot und alles scheiße. Respawn hat bestätigt, du kannst von diesen Fahrzeugen zwar gerammt und aus dem Weg geräumt werden, du kriegst aber keinen Schaden. Das ist mega, mega interessant. Es gibt ein paar interessante Informationen oder eine interessante Information für die meisten von euch, die R99 Stammspieler sind. Für die Leute, die den Trailer schon gesehen haben und es vielleicht nicht erkannt haben. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer. Wie gesagt, eine kleine Analyse. So viel kann man gar nicht erzählen, außer ein paar Eindrücke von der neuen Map zu zeigen. Viel Spaß jetzt. Let's have a wee play with the laws of physics, shall we? Gravity-defying utopia was my home. But time, it can take away the things you love. Too slow on the draw. And Olympus was no exception. It all ends the same way. It is now host to a new experiment. One that poses a complex problem to solve. Here I go! But you know the thing about science is... Sorry, friend. Sometimes, she can be a wee bit... violent. Oh, it's showtime! Time to pick a fight. Every choice you made led to failure. My squad's gonna beat up your squad. A promise. I intend on keeping it. Los geht's mit der Analyse. Ich stoppe einfach mal immer da, wo es irgendwas Interessantes zu erzählen gibt. Na, fangen wir am besten einfach mal hier an, weil die Draufsicht dieser Map ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich gucke mal, ob ich das hier noch ein bisschen kleiner mache, damit man ein bisschen mehr sieht. Moment, jetzt sehe ich hier gerade was. Was ist das eigentlich für ein Ring? Ach, alles klar. Das ist sozusagen so eine Art Symbol, so ein Leuchtsignal für dieses Fahrzeug, diese Trident-Fahrzeuge. Natürlich gibt es auch wieder Jump Tower. Man kann sich nicht nur mit diesen Dingern fortbewegen. Das ist auch sehr interessant. Und was ich auch schon gehört habe, die Dinger sollen sehr laut sein. Von daher gehe ich auch davon aus, dass man nicht ständig in irgendwelchen Fights gerät, wo man überrascht wird von so einem Teil. Also die sollten schon so laut sein, dass man definitiv hört, was da passiert. Oder woher sie kommen, die Gegner. Let's have a wee play with the laws of physics, shall we? Diesen Punkt finde ich schon mal sehr interessant. Das ist auch so eine Art Portal wie bei dem Wraith-Labor und verbindet so eine Art Tunnelsystem. Wie man hier sieht. Hier nochmal einen kurzen Stopp für ein paar Gebäude einfach hier. Die zwei Türme zum Beispiel mit drei Etagen. Sieht sehr, sehr interessant aus auf jeden Fall. Ich möchte jetzt auch diese Analyse so dezent wie möglich halten, wirklich, und nicht bei jedem Bild stoppen.
ultra, ultra schick. Das ist eine absolut schmucke Draufsicht der gesamten Map. Sie wirkt nicht unbedingt größer als World's Edge. Ich denke, sie wird auf jeden Fall größer als King's Canyon sein. Aber ich glaube, gerade weil diese Fahrzeuge integriert wurden, gehe ich schon davon aus, dass sie ein bisschen größer als World's Edge sein wird. Olympus. Less gravity. Hier ist übrigens so eine Art kleines schwarzes Loch, so ein Gravitationssystem. Wird wahrscheinlich Horizon erzeugt haben, gehe ich mal von aus. Gravity-defying Utopia was my home. But time, it can take away the things you love. Too slow on the draw. And Olympus was no exception. It all ends the same way. It is now host to a new experiment. Ja, einfach nochmal kurz ein Stopp. Es lohnt sich immer nur da wirklich zu pausieren, ein paar Eindrücke von der Map zu gewinnen, wo man wirklich eine breite Masse der Map sieht. Ich bin gespannt, was dieses Mittelteil hier zu bedeuten hat, ob man da rein kann. Das sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Es gibt übrigens, ich habe es geprüft, direkt nach der Gameplay-Trailer-Premiere bin ich auf dem World's Edge gelandet, direkt bei der Rakete. Da hat sich noch gar nichts getan. Also weiß ich nicht, ob es vor Start von Season 7 noch irgendeinen Ingame-Teaser gibt. Aber die Raumschiffe oder hier diese Landedinger haben auch übrigens einige geschrieben, ja, diese UFOs, das ist Olympus. Ist natürlich nicht Olympus. Das ist nur ein Flug, ist so eine Art Flugschiff. Olympus selber fliegt ja nicht zeitgleich am World's Edge, am King's Canyon und am Trainingsgelände. Das funktioniert natürlich nicht. Es ist einfach nur eine kleinere Flugvariante. So, jetzt wird es so langsam interessant. Sorry, Friend. Sometimes she can be a wee bit. Ich möchte natürlich jetzt nicht ausschließen, dass ich das ein oder andere übersehe, aber wie gesagt, bei jeder Sekunde irgendwo einen Cut machen und zu pausieren, macht natürlich gar keinen Sinn. Ich finde übrigens diesen Spot sehr, sehr interessant, der wirkt echt extrem düster. Violent. Battle Pass sollte klar sein und hier habe ich ewig gerätselt im Livestream. Ihr wart wahrscheinlich, die meisten von euch waren wahrscheinlich dabei. Ich habe gerätselt, ist es jetzt ein Octane oder ist es Krypto aufgrund der Frisur hier? Es ist natürlich Octane, aber ich habe eine Weile gezweifelt tatsächlich, auch wenn man es an der Stimme hört. Aber sie klingt auch anders, das ist definitiv Fakt. Hier haben wir noch einen Wraith-Skin, sieht man gleich bei einem Finisher noch sehr, sehr geil, aber ich habe schon im Feedback des Livestreams gesehen, dass viele den Wraith-Skin überhaupt nicht feiern. Ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Und hier Indiz dafür oder eine sichere Quelle dafür, dass die R 99 wieder eine Floorwaffe wird. Ihr dürftet euch also alle freuen, die sehr gerne die 99 spielen, denn das ist wahrscheinlich der 100. Ich denke, das ist der 110er Battle Pass Skin von der R99. Zieht euch diese Waffe rein. Es ist unfassbar schön. Es tut mir leid, ich kann es jetzt leider nur so zeigen, dass hier diese scheiß Timeline zu sehen ist. Besser kriege ich das jetzt hier leider nicht hin. Und übrigens hier hinten dieses Schiff, das ist das, was ursprünglich Respawn in einem Deathstream versehentlich oder absichtlich, sei mal dahingestellt, geteasert hat. Das war dieses kleine Flugteil, was wir alle als Apex-UFO bezeichnet haben, was man auf dem King's Canyon in der Nähe der Luftwaffenbasis sehen konnte. So, ich lande doch mal. Das ist natürlich auch wieder so eine reaktive, wenn du ein paar Kills machst, dann leuchtet das hier drumherum alles sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also der Skin ist wirklich absolut gelungen. Das Clubsystem wird offiziell vorgestellt. Was ich euch schon mal sagen kann, soweit ich weiß, kann man wie gesagt so eine Art Club oder Clan selber gründen. Dem Clan kann man verschiedene Kriterien zufügen, wie zum Beispiel dieser Clan nimmt, was weiß ich, nur Predator-Spieler auf, Diamond-Spieler. Wenn du jetzt keinen Bock mehr auf Solo spielen hast, weil du keine Teammates hast und keinen Bock auf Randoms, kannst du vielleicht, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, ob man wirklich, wenn nachher der Clan oder das Clubsystem aktiv ist, gehe ich mal davon aus, dass man sogar Clans suchen kann, dass du sagst, hier, ich suche nach einem Clan, der only auf Gold spielt oder versucht auf Diamond zu schwitzen, und dann kannst du da vielleicht eine Anfrage senden und sagen, ich suche jetzt Clans, die nur auf Platin, Gold oder so schwitzen wollen, und dann werden dir wahrscheinlich die Kriterien dann an Clans gezeigt, die genau diese Kriterien erfüllen. So ungefähr habe ich gehört, soll es funktionieren, als ich es vorhin gestreamt habe.
war auch gleich die Frage nach dem Kesper-Clan. Ich habe eigentlich erstmal keinen Sinn darin gesehen. Aber dann kam die absolute Kreatividee, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, für die Kanalmitglieder zum Kanalmitglieder zocken. Vielleicht später, wenn ich das dann vielleicht nur noch auf Twitch only mache, mit den Subs einen Clan, wo ich dann besser raus selektieren kann, wer ist denn ein Sub, wer ist Kanalmitglied und so weiter. Also dafür ist es auf jeden Fall eine absolut geile Geschichte. So, New Map Olympus, naja, was soll ich dazu sagen? Ja, ist natürlich alles klar. Ich zeige euch hier nochmal ein paar Spots, das kann ich ja so durchseppen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, ich schieße damit nicht zu weit nach vorne, aber ich denke, die Map wird mein absolutes Highlight. Ja, einfach noch ein paar Spots, die ich so ein bisschen durchseppe. Wie gesagt, sollte ich irgendwas in meiner kleinen Analyse, sage ich mal, übersehen, verzeiht mir das. Ihr könnt es natürlich in den Kommentaren gerne vervollständigen. Wenn ihr irgendein Detail gesehen habt, was ich übersehen habe, wo ich mir sage, oder ihr euch sagt, Mensch, das hat im Video einfach gefehlt, weil es viel zu wichtig ist. Das kann natürlich durchaus sein. So, drück mal Play. So, das sind natürlich hier die Fähigkeiten. Die taktische von Horizon sollte klar sein, der Gravity Lift. Hier ist das Tri-Dingens. Trident, ich vergesse immer wieder den Namen. Ist sehr interessant, denn der Trailer zeigt uns Verrücktes. Ihr seht es schon, ihr könnt die Kuppel von Gibby einfach mal draufstellen. Ihr könnt eine Sheila von Rampart hinten drauf basteln. Ihr könnt eine Gasfalle da drauf platzieren. Das ist krank. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Respawn hat schon immer ein Talent gehabt, Gunfights in einem Gameplay-Trailer so in Szene zu setzen, dass du denkst, boah, ich bin der Rambo, das will ich nachbasteln. Das ist, glaube ich, in der Praxis selten gesehen, dass wir hier so eine Gunfights oder so eine Verfolgungsjagden erleben werden. Und in der Praxis bin ich doch sehr, sehr gespannt, wie auch die Steuerung von dem Trident funktioniert, dass man sagt, man hat auch Spaß daran, dieses Ding überhaupt zu fahren. Ich glaube trotzdem, dass die Dinger nicht so oft benutzt werden, weil sie sehr laut sein sollen. Das ist so geil. Das ist einfach mal mitten in der Map. Ist einfach mal ein Loch. So, jetzt kommt die ultimative Fähigkeit gleich. Da ist er. Und hier kann ich aber noch nicht so richtig interpretieren, warum schmeißt Horizon dieses schwarze Loch in diesen Airstrike. Schluckt sie vielleicht den Schaden, was ich aber nicht glaube, weil die Raketen ballern weiter drauf ein. Man sieht auch nicht so richtig, was mit den Gegnern passiert. Ich bezweifle übrigens tatsächlich, dass du als Gegner da reingesogen wirst und irgendwo anders hinteleportiert wirst, sage ich mal. Das macht keinen Sinn. Aber man sieht auch nicht richtig, was passiert. Leider. Auch nicht in der Draufsicht. Ja, man sieht nur, dass auf jeden Fall ein Mega-Gravitationsfeld alles irgendwie ansaugen will, aber so richtig passiert da nichts. Das würde ich zum Beispiel auch geil finden. Du schmeißt hier so ein Gravity-schwarzes Loch hin und dann saugt es die Container hier an. Ist natürlich hier nicht so. Da gibt es natürlich andere Battle Royals, die sind da durchaus fortgeschrittener, wo du deine Umgebung zerstören kannst. Und da rede ich nicht von irgendwelchen Türen, die da eintrittst. Hier ist nochmal der Skin, der Battle Pass Skin. Wahrscheinlich 50 oder 25 von Wraith. Sehr, sehr schick. I made a promise. I intend. Das ist übrigens ein Finisher von Horizon, sollte klar sein. Und tschüss. Absolut. Das ist natürlich ein absolut geiler Gegenpart zu dem Finisher von Wraith mit dem Portal. Finde ich auf jeden Fall ultra, ultra schick. So, jetzt durfte ich hier wieder zu sehen sein. Das soll es natürlich von meinem kleinen... von meiner kleinen Analyse schon wieder gewesen sein. Ich bin auf eure Meinung gespannt, was ihr zu der Map sagt, was ihr zu allem sagt, was ihr zu Horizon sagt, was ihr dazu sagt, dass die R99 aller Voraussicht nach wieder zurückkommt. Ihr habt es ja gesehen, die 99 hatte einen mega geilen Skin. Es wird mit Sicherheit der Battle Pass Skin sein. Ich glaube nicht, dass es so ein Anfangsskin ist, den wir für den Battle Pass bekommen, wenn wir den kaufen. Wir hatten schon mal einen 99 Skin, ich glaube in Season 5. Oder Season 4, dieser weiße futuristische 99-Skin. Und die 99 hatte kein Digitalvisier drauf, dieses goldene Digitalvisier. Also können wir davon ausgehen, dass sie wieder eine Floorwaffe wird. Und ich habe gehört, im Stream vorhin, Structural soll es wohl gepostet haben, die 99 zurück. Und die Prowler soll wohl tatsächlich eine Care-Package-Waffe sein.
Ich sage mal, wenn die Prologue komplett perfekt gepimpt ist, ist es die krankeste Waffe im Spiel. Meine Meinung, denken viele vielleicht ein bisschen anders. Aber ich bin tatsächlich kein Freund, dass die 99 zurückkommt. Wahrscheinlich einer der wenigen. Ihr könnt gerne eure Kritik äußern. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare rund um den ganzen Trailer. Bin ich sehr gespannt, was ihr zu schreiben habt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Mittwoch. Ich werde natürlich in die Season reinstreamen. Aktuell weiß ich aber noch nicht. Wird es wieder vormittags passieren, dass der Release der Season ist wie in Season 6? Oder wird es Nachmittag sein? Und warum ist es ein Mittwoch? Das sind mal noch so ein paar Stimmen, die ich mir von Respawn gerne wünschen würde. Warum das alles so komisch verzogen, verschoben, was weiß ich nicht alles, warum das so jetzt passiert ist. Eine Woche früher konnte ich verstehen, damit sie wieder am Zeitlimit sind, weil Season 6 wurde ja um eine Woche verschoben. Später, also holen sie die Zeit wieder rein. Aber alles andere drumherum verstehe ich noch nicht so ganz. So, bevor ich mich jetzt im Kopf und Kragen rede, wünsche ich euch jetzt ein absolut geiles Wochenende. Den nächsten Livestream gibt es wahrscheinlich am Montag. Das war es soweit von mir. Wie immer, dem Video einen Daumen nach oben da lassen, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, haut rein, macht's gut, ciao.